Sie war eine der größten Sängerinnen unserer Zeit. Doch dann kam ihr Absturz. Am 11. Februar 2012 wurde Whitney Houston leblos, in einer Badewanne aufgefunden. Sie wurde nur 48 Jahre alt. Als offizielle Todesursache wurde Ertrinken angegeben. Doch erst nach ihrem Tod kamen viele Geheimnisse ans Licht, die zeigten, wie es wirklich um Whitney Houston stand. Dass Whitney Houston Suchtprobleme hatte, war kein Geheimnis. Wie schlimm ihr Drogenkonsum aber wirklich war, kam erst nach ihrem Tod an die Öffentlichkeit. Dabei glaubten ihre Fans lange Zeit, dass Whitneys Ex-Mann Bobby Brown sie in die Drogensucht gezogen hatte und schuld an ihrem Absturz gewesen sei. Tatsächlich experimentierte die Sängerin schon in ihrer Jugend gemeinsam mit ihren Geschwistern mit illegalen Substanzen. In einem Interview mit Oprah Winfrey gesteht ihr Bruder Michael, dass er seine Schwester zum Drogenkonsum gebracht hat. Michael Houston beteuert, dass sie damals noch nicht wussten, welche Konsequenzen Kokain habe. Er fühle sich bis heute schuldig an dem Tod seiner berühmten Schwester. Doch Whitney Houston war eine gebrochene Persönlichkeit. In der Dokumentation Whitney, Can I Be Me, die nach ihrem Tod veröffentlicht wurde, wird berichtet, dass sie und ihr Halbbruder Gary als Kinder missbraucht wurden. Nachdem Gary in einem Interview zur Dokumentation verraten hatte, dass er als Kind von einem weiblichen Familienmitglied missbraucht wurde, forschte Kevin MacDonald, der Regisseur des Films, nach und fand heraus, dass auch Whitney Opfer sexuellen Missbrauchs war. Laut Whitneys Assistentin Mary Jones soll die Schuldige ihre Cousine Didi Warwick gewesen sein, ebenfalls eine berühmte Sängerin und Schwester von Dionne Warwick. Eine Frau, die lange Zeit an Whitneys Seite und ihr eine große Stütze war, war ihre beste Freundin Robin Crawford. Schon zu Whitneys Lebzeiten wurde spekuliert, ob die beiden ein Liebespaar sind. Nach Whitney Houstons Tod kam heraus, dass ihre Eltern die enge Beziehung der beiden nicht toleriert hatten. Laut Whitneys Bruder Gary wollte ihr Vater sogar jemanden anheuern, der ihre beste Freundin verscheuchen sollte. Grund dafür soll gewesen sein, dass Whitneys Eltern eine lesbische Beziehung niemals geduldet hätten. Zum Zerwürfnis kam es jedoch schon 1999. Robin Crawford und Whitneys Mann Bobby Brown konnten sich nicht ausstehen. Nach seiner damaligen Tour eskalierte die Situation und die Freundschaft zwischen Whitney und Robin zerbrach. Ein weiterer Mensch, auf den die Ikone zählen konnte, war Michael Jackson. Erst die Dokumentation Whitney zeigte jedoch, wie nah sich die R&B-Prinzessin und der King of Pop standen. Laut einem ehemaligen Angestellten Houston sollen die beiden manchmal einfach nur nebeneinander gesessen haben, ohne ein Wort zu sagen. Sie haben sich einfach verstanden. Nach seinem Tod soll Whitney am Boden zerstört gewesen sein.